Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast und ja, wie du siehst, die Zeiten von Robinson Crusoe sind nun vorbei. Ich habe meine Lockdown-Anwüchse wieder mal entfernt und war tatsächlich beim Friseur und wollte mich auch noch rasieren. Das ist schon das Wichtigste, um was es hier in diesem Video geht. Nein, Spaß, es geht natürlich heute um die Bitcoin-Kursanalyse, weil tatsächlich ist etwas im Gange, mit dem ich so nicht gerechnet habe, was ein unglaublich bullisches Reversal sein könnte und uns tatsächlich in kürzester Zeit zu einem neuen All-Time-High bringen könnte. Das hat sich relativ schnell geändert, genauso wie sich der Kurs ziemlich schnell verändert hat. Und jetzt gehen wir mal genau auf die Chartanalyse ein, schauen uns mögliche Preisziele an, die wir in der Zukunft haben und orientieren uns natürlich auch an Analysen aus der Vergangenheit, weil diese müssten ja immer noch stimmen. Und jetzt schauen wir uns das mal ganz genau von vorne bis hinten an. Grundsätzlich basiere ich natürlich auf meinem Video, das jetzt genau 2 Monate schon online ist. Und damals, als wir noch im All-Time-High-Territorium waren, wo jeder bullish war, wo jeder geschrien hat, All-Time-High, 100.000 Dollar und, habe ich folgendes Szenario noch mit eingezeichnet. Natürlich sollte man hier natürlich dann einen Abverkauf unter dieser Linie sehen. Dann haben wir hier auf jeden Fall unsere horizontalen Supportlinien auf diesen Ebenen. Und ich denke, tiefer als 40.000 werden wir schwer gehen. Sollten wir natürlich den Worst Case bilden, hier nach unten auf 40.000 kommen, dann hier noch einmal einen Bounce sehen, naja, dann bilden wir hier ein perfektes Head and Shoulders Pattern und da wäre. So Leute, das ist tatsächlich 2 Monate alt und ich war der allererste auf ganz YouTube, der dieses Chart-Pattern mit eingezeichnet hatte. Und was ist im Kurs passiert? Ihr habt es ja schon öfter gesehen. Es ist genau diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation eingetreten und wir haben wirklich perfekt, perfekt dieses Pattern vervollständigt. Ich war wirklich der Einzige, der das so gesehen hat, den Boden bei 40.000 und natürlich ist auch hier eine Neckline einzuzeichnen, sprich, wenn man dieses Low von den ganzen Berührungspunkten mit einer täglichen Kerze oder mit einer Tageskerze drunter schließt, dann sieht es gar nicht gut aus. Und was ist jetzt da unten in diesem aktuellsten Moment passiert? Wir haben unglaublich knapp keinen Close drunter gesehen, also wirklich unglaublich knapp. Gewickt, gewickt, gewickt und nichts ist drunter geclosed. Mega, mega wichtig. Also da haben wir es gerade noch haarscharf geschafft und konnten dieses Pattern noch nicht nach unten durchbrechen. Das ist immer noch möglich und wir könnten immer noch tiefer fallen. Allerdings zeige ich dir gleich ein zweites bullisches Chart-Pattern, nachdem ich auf ein Video von einem meiner Chart-Lehrer eingehe. Also er ist nicht direkt ein Lehrer, aber ich schaue seine Videos seit Jahren und Monaten immer, immer wieder. Die besten Bitcoin-Analysen Long-Term hat eigentlich der Chris. Also wirklich krass. Der Kanal ist natürlich unten verlinkt. Den schaue ich einfach schon ewig und er ist richtig, richtig krass. Und jetzt hat auch er in seinen Charts dieses Shoulder, Head and Shoulders Pattern eingezeichnet und noch eine richtig gute Analyse dazu gemacht. Und zwar, grundsätzlich, wenn man da weiter rauszoomen, was ich eigentlich nicht gemacht habe, ich habe nur diesen Teil betrachtet, dann haben wir hier genauso eine Schulter, einen großen Kopf und wieder eine Schulter. Und das Ganze wurde gerade noch gestützt von dieser Neckline, diese Nackenlinie, die nicht brechen darf, ja, wo der Kurs nicht runtergehen darf. Und wir hatten Berührungspunkte, die waren wirklich genau drauf. Erstens hier, dann hier ein paar Wicks drauf, hier, hier und hier. Und als es jetzt wirklich die entscheidenden Momente gab, wo der Kurs drunter hätte schließen können, wurden alle, die short gegangen sind, unglaublich krass zerstört, weil der Kurs, zack, All-Time-High, neues All-Time-High und das aus einem Head-and-Shoulders-Pattern, das eigentlich bearish ist. Und jetzt sieht es eigentlich genau danach aus. Es sieht wirklich exakt danach aus. Ich lösche das nur mal kurz, dass wir es besser sehen, weil es wirklich ganz aufs Detail hinkommt. Wir bouncen hier gerade und wir bouncen nicht nur, nein, wenn man die Hochpunkte dieses Abwärtskanals verbindet und natürlich auch die Lows aus diesem Abwärtskanal verbindet, dann sieht man, dass der Abstand enger wird. Das ist ein Falling Wedge. Und ein Falling Wedge ist ein bullisches Chart-Pattern. Wir tun uns gerade noch hier schwer, oder wir testen gerade diese obere Support-Linie. Und sollten wir die nach oben hin durchbrechen, ist das Ausbruchsziel eines Falling Wedges, am besten auch mit einem Retest, das obere Ende des Falling Wedges. Sprich, das All-Time-High von Bitcoin bei 69.000 Dollar. Das wäre jetzt rein chartanalyse-technisch mein Ausbruchsziel. Das könnte jetzt allerdings auch längerfristig irgendwie in die Richtung weiter stagnieren. Das könnte in jede Richtung ausbrechen. Aber technische Analyse, mit der ich wirklich oft meine Handelsstrategien mache, und hier habe ich auch einen wirklich ganz kleinen Spaß-Trade noch gemacht,
Den habe ich hier unten im Boden gemacht, weil ich noch was auf dem Derivatkonto drauf hatte. Ja, der ist jetzt natürlich auch im Plus. Das ist ganz in Ordnung. Aber da geht es jetzt wirklich um gar nichts. Ich habe meistens ein paar Trades oft mit ein paar hundert Dollar Profits. Und wenn ich die dann nehme, dann poste ich das immer in meiner Telegram-Gruppe. Auf jeden Fall zu diesen Chart-Pattern. Das ist wirklich ein Game-Changer. Das könnte jetzt tatsächlich richtig, richtig viel Spaß machen, wenn man da nach oben hin durchbrechen und einfach mal komplett auf Teufel komm raus ein neues All-Time-High zünden. Das ist eben, wie gesagt, hier schon passiert, wo jeder kritisch, wo jeder bearish war. Das ist jetzt von meiner Prognose her super eingetroffen und wir könnten uns eventuell neue All-Time-Highs erwarten. Anders sieht es aus, wenn wir hier nach unten durchbrechen, dann ist das Ganze wieder aus meinem alten Video eintreffend, wo ich auch auf die bearischen Pattern eingehe. Ist jetzt aber mir hier gar nicht so wichtig. Ich wollte darauf aufmerksam machen, Leute, das könnte das bullischste Signal sein, das wir seit langem hatten. Also wirklich seit fast 3 Monaten haben wir ja wieder nur Downtrend gesehen, was richtig uninteressant ist für jeden Investor. Natürlich, die Altcoins leiden dementsprechend mit und du musst noch besser Glück haben, um hier Gains zu machen. Aber das sieht bullish aus. Das sieht gut aus. Ich werde mehrere Bitcoins an Long-Positionen eröffnen, sobald wir hier drüber sind, einen Retest auf diese Abwärtstrendlinie haben und am besten noch das lokale Hoch übertreffen. Sobald wir das lokale Hoch von 51.000 Dollar übertreffen, werde ich mehrere Bitcoins an Long-Positionen setzen. Da werde ich natürlich dann auch noch Update-Videos machen. Das war es wirklich nur ganz kurz vom Bitcoin-Preis, um dir eventuelle Sorgen zu nehmen und dass du einfach mit Ruhe den Kurs jetzt wieder anschauen kannst. Das könnte uns die nächsten Wochen einfach wirklich so begleiten und auch dann so eintreffen. Ich bin extrem gespannt, ich bin extrem positiv gestimmt diesmal. Natürlich, es hängt jetzt ab von dem 40.000er Level, das könnte natürlich auch jetzt dann brechen, das sieht dann natürlich anders aus. Aber das ist eine Option, das ist eine Möglichkeit, wie man den Kurs jetzt lesen kann. Ich sehe es so und wenn man diese Chart-Pattern sieht, Falling Wedges haben eine Ausbruchswahrscheinlichkeit, das müsst ihr hier nur googeln, in 55% ist ein Falling Wedge ein Reversal Pattern. Okay, das ist nur knapp über der 50%, aber in 63% der Cases werden die Preisziele gehittet. Also wir haben hier eine 63% Chance, wenn wir nach oben ausbrechen, dass wir auch das Preisziel treffen. In 53% sehen wir eben einen schönen, genauen Retest und auf den warte ich natürlich und auch auf das lokale Hoch, dass wir das übertreffen von hier knapp 51.000 Dollar. Das wäre es soweit. Das sollte auf jeden Fall mal jetzt genug Info sein und Chartanalyse, dass du dich ein bisschen orientieren kannst. Ich werde einfach den Kurs weiter im Auge beachten in meiner Telegram-Gruppe. Der Link, dass du da beitreten kannst, ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Werden wir natürlich viel darüber diskutieren und alle News sofort reinschreiben. Dann wünsche ich uns allen hier in Zukunft hoffentlich die krassesten Gains im Kryptomarkt überhaupt. Auch dir Happy Gains im Kryptomarkt. Wir sehen uns ganz bestimmt im nächsten Video. Ich wünsche dir noch was. Ciao, ciao.